Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlachtfeldbegehung. Mein Name ist Random Life und ich habe heute meine Mutter dabei. Meine Mutter dabei, ganz genau. Also, wir sind heute in Belgien unterwegs und tatsächlich das erste Mal in meinem Video dabei meine Mutter, ja, und der Diego, der ist auch Diego, dabei. Ja. Und wir schauen uns heute einen alten Tunnel an. Und das Spannende an diesem Tunnel ist, dass dieser Tunnel nicht für Autos oder LKWs gebaut ist, sondern der ist damals durch einen Berg getrieben worden, um kleine Handelsschiffe zu führen. Jetzt müsst ihr euch nicht vorstellen, dass das irgendwelche großen Dampfer waren, sondern es ist ein relativ kleiner Tunnel. Und der wurde dann, also die Schiffe wurden dann da durchgezogen, manchmal per Hand, manchmal auch per Pferd. Und wir haben gehört, dass der auf sein soll. Und deswegen sind wir gerade auf dem Weg dahin. Wir tanken gerade unser Auto noch zwischen und dann geht das gleich auch schon los. Gummistiefel haben wir eingepackt. Leider werden wir das nicht mehr im Hellen erleben, aber ich glaube, das macht dem Spaß keinen Abbruch. Also von daher, bis gleich. So, meine Lieben, wir haben eine kleine Startschwierigkeiten gehabt, aber wir haben es geschafft. Das ist kein Rotstich oder so, was wir in der Kamera haben. Tatsächlich ist das Licht gerade so. Genau, also schon richtig crazy, wie das gerade so aussieht. Und hier direkt am Anfang haben wir ein kleines Wachhäuschen mit alten Dokumenten. Eine alte Tafel ist hier. Und irgendwas über Belgien. Schaut mal hier, eine alte Karte. Hier ist was Handgeschriebenes. Aber deswegen sind wir nicht hier. Wir wollen zum Tunnel. Zum Tunnel, ganz genau. Dann lass uns mal zum Tunnel gehen. Schau mal, hier ist auch noch eine große Karte. Ja, okay, let's go. Also hier seht ihr, dass es relativ steil bergab geht. Das ist aber noch gar nichts, da kommt gleich noch richtig was auf uns zu. Und man muss wissen, dass meine Mutter eine Gehirnblutung hatte und halbseitig gelähmt war und heute noch einige, wie sagt man dazu, Nachwirkungen hat. Ja, auf jeden Fall. Nachwirkungen hat. Deswegen zieht sie ein Bein hinterher und das macht das ganze Thema hier natürlich noch mal besonders herausfordernd. Aber wir haben schon ganz andere Sachen geschafft, oder? Perfekt, also, wenn, dann rutscht ihr auf den Popo. Alles klar, bis gleich dann. Ja, gib mir deine Hand. So, da seht ihr, dass sie noch ein bisschen wackelig ist. Mach die Taschen am besten in die Jackentasche, dann hast du beide Hände frei. So, bis gleich. Ich hatte eigentlich gedacht, dass mit dem Licht geht. Aber man sieht, es wird gerade schon dunkel. Und häufig ist ja so, dass die Kameras, wie die von einem Handy oder von der GoPro, das Licht deutlich nochmal aufhellen. Das macht mein Handy deutlich besser als die GoPro. Deswegen habe ich euch schon mal ein bisschen Taschenlampe hinzugeschaltet. Und geht's noch? Ja. Geht noch. Super. Und das ist gut, weil der schwierige Teil kommt genau jetzt. Da müssen wir nämlich runter, Leute. Und das ist wirklich, das ist schon wirklich herausfordernd. Bleibt mal kurz hier. Ich gucke mal, ob es vielleicht doch einen anderen Weg gibt. Wir sind damals hier runtergelaufen. Das war aber schon ordentlich anstrengend. Hier sind sogar noch die alten Isolatoren. Da seht ihr diese Isolatoren. So, und wir sind jetzt direkt unter dem Tunnelportal. Die Frage ist, wo ist es am einfachsten runterzugehen? Vielleicht sogar auf der Seite? Ich guck mal. Oh, das sieht aber hier. Doch, die Frage ist nur, ob wir von dieser Seite reinkommen. Ich guck mal. Oh, das war knapp. Also für mich alles relativ easy. Wobei jetzt wird es auch schon. Oh. Ja. Alter Schwede.
Ich sitze gleich auf dem Hosenboden in den Dörnern. Alter Schwede. Ich habe natürlich die Location rausgesucht, die am anspruchsvollsten zu erreichen ist. So, also das ist, glaube ich, zu schwer für sie. Zumal die Schuhe, also die Gummistiefel jetzt zu eng sitzen. Und ich muss wieder hoch. Schaut mal. Mist. Da müssen wir hin. Jetzt muss ich da wieder hoch irgendwie. So. Und damit ich euch nicht ein lustiges Bild abgebe, melde ich mich gleich nochmal wieder. Nein. Boah, Leute, ist das anstrengend. Das wird jetzt eine Rutschpartie. Vielleicht geht man nicht den kurzen Weg, oder traust du dir dazu? Ja, ich muss mich hinsetzen und dann. Wir können aber auch gucken, ob wir außen rumkommen. Möchtest du den lustigen Weg und den schwierigen? Oder möchtest du lieber den langen Weg? Du hast ja eine Decke im Auto für die Hose. Sollen wir es ausprobieren? Okay, wir probieren das aus, Leute. Sicher? So. Leute, macht das nicht zu Hause nach. Wie gesagt, ich habe eine Decke im Auto, von daher. Ja. Leute, das ist, ja. Ich gehe schon mal ein paar Meter vor. Boah. Leute, schaut euch das mal an. Ich glaube, es gibt einen. Oh. Herrlich. Ja, ich glaube, der da vorne geht es nämlich lang. Aber der ist bestimmt nicht so lustig. Schaut mal, Leute. Auch ich rutsche hier die ganze Zeit. Aber ich hab's geschafft. Hui. So, schaffst du den Rest alleine? Ich gehe dann schon mal los, ne? Ehrlich, brauchst du Hilfe oder geht? Leute, das. Und so. Vorsichtig. Ja. Ja, ich hab dir gesagt, du sollst die Schlechteste anziehen und siehst die besser an. Ja, besser. So, komm, rutsch zu mir. So, warte, ich helf dir. Und. Oh, nee, geht noch nicht. Warte mal, hier ist gut. Ja, robb dich zu uns. So, Leute, jetzt ist der spaßige Teil vorbei, oder? Nee? Oh ja. Gut, dass wir 90% Männer haben wir. Ah, guck mal. Hier, wir stehen also mittendrin und da wäre der leichte Weg gewesen. Siehst du das? Ja. Da hätten wir lang gehen können. Aber für unsere Follower ist es hier auf jeden Fall lustiger gewesen. Das Gute ist, die Schuhe bei dir sitzen so fest, dass sie nicht abgehen können, ne? Nee, die nicht ab. Herrlich. So, kurz verschnaufen. Guck mal hinter dir. Da ist es. Ja, ganz schön hoch, wa? Na, ach so, du bist noch weiter drin. Noch? Hm? Dreh dich mal. Ja, warte. Ach, da ist das. Ja. Ach, das sieht ja gut aus. Das sieht gut aus, ne? Dafür hat es sich gelohnt, ne? Ja. Warte mal, nochmal der Blick zurück. Vorsichtig, du liegst gleich drin, ich sehe das schon. So, Leute, wetten wir? So, ich versuche auch mal da durchzugehen. So, und jetzt spiele ich euch mal epische Musik ein. Eingang. Wie gesagt, das ist ein alter Tunnel, um kleine Handelsboote durchzulotsen. Da ist sogar ein großer Fisch. Und da sind die hergekommen,
Und tatsächlich hat man den im Krieg genommen, um sich vor Bombenangriffen auch zu schützen. Da vorne ist so ein Haken dran, da konnte man die Schiffe verzurren. Seht ihr das? Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie wir es hinkriegen, da reinzugehen. Ne? Soll ich vorgehen oder willst du vorgehen? Achso, der geht einfach nur da rein. Die Frage ist halt, ob ich dir besser von drinnen helfe oder von draußen helfe. Ich weiß nicht, das musst du für dich entscheiden. Gar nicht, du musst da durch. Ja, du musst da durch. So. Jawohl, oh, guckt euch mal den dreckigen Fuß an. So Leute, ich übernehme keine Haftung für meine Mutter. Brauchst du Hilfe oder geht? Kopf ein. Warte, ich helfe dir. Ja, du bist ja schon fast durch. Halt dich schön fest. Leute, ich verrate das Alter dieser Lady nicht. Aber ist auf jeden Fall etwas fortgeschritten, ähnlich alt wie dieses Bauwerk, hätte ich jetzt gesagt. Nein, das ist natürlich deutlich, deutlich älter. Hirnschlag hinter sich. Wie lange warst du im Koma? Was? Warst du im Koma oder wie lange warst du weg? 4 Tage war ich nicht im Koma, also die hatten mich in so einem Koma versetzt. Ja, also sie hatten 4 Tage lag sie im künstlichen Koma und hat dann sollte dann eigentlich Wochen oder Monate im Krankenhaus verbleiben. Aber dadurch, dass wir zu viert sind, zu dem Zeitpunkt, waren da schon alle Kinder da? Ja, es waren schon alle Kinder da, das bedeutet, wir waren zu viert. Und ja, auf unseren Vater war nicht so Verlass. Und deswegen hat sie sich innerhalb von kürzester Zeit sich selber entlassen und ist aus der... Du bist gar nicht zur Reha gegangen, ne? Oder warst du kurz bei der Reha? Hast du nicht gemacht, ne? Also normalerweise, Leute, wenn jemand einen Hirnschlag hat, dann geht er zur Reha und erholt sich. Meine Mutter hat sich selbst aus dem Krankenhaus entlassen, um sich um die Kinder zu kümmern, um uns zu versorgen, weil sonst niemand da war. Sonst wäre das Jugendamt gekommen und hätte uns dann geholt. So, also, Taschenlampe machen wir dir mal an, ne? Ja, jetzt geht's los. So, bitteschön. Da hast du mal den Blick. Immer schön auf deine Füße achten, nicht, dass du gleich hier drin landest. Da kriege ich dich, glaube ich, nicht raus. Also von daher schon eine crazy Story. Das habe ich damals natürlich nicht so gesehen. Aber heute ist mir das natürlich deutlich bewusster, was für eine Leistung meine Mutter damals erbracht hat. Also vielen Dank, Mama. Auch, dass du es damals so schwer hattest mit mir. Ja, das ist jetzt lustig. Ja, die ist schon wieder ganz woanders. Genau, also von daher mega cool, dass sie das auch mitmacht. Und eigentlich wollten wir ein bisschen früher hier sein. Das hat leider nicht funktioniert, weil in Belgien, wo wir sind, ist es leider ein bisschen schwierig mit den Ladesäulen. Und deswegen haben wir eine Stunde gebraucht mit Warten, bis wir hier angekommen sind. Und leider ist es jetzt dunkel. Ich hatte nämlich vor, die Drohne steigen zu lassen. Wir stehen hier vor dem Eingang, machen ein Foto und ich drucke meiner Mutter dann eine Tasse. So, also genug geplänkelt. Wir gucken uns jetzt das Bauwerk einmal an. Und hier, Mama, hast du schon mal an die Wände geguckt? Nee, bei dir auch, überall. Ist überall. Schaut mal hier. Ja, das sind die Auswaschungen. Und das Schöne ist ja, die Marauder hat verschiedene Lichter. Schaut euch das mal an. Das sieht schon cool aus, oder? Super, oder? Ja, ein bisschen leuchten die. Ja, aber die leuchten nur, wenn man die anstrahlt. Wenn man die nicht anstrahlt, hören die auf. Mhm. Auch hier die alten Bahnschwellen. Guck mal, wie die sich aufgelöst haben. Ne? Ja. Schon spannend. Und alles voller Fische, hast du das gesehen? Nee, das habe ich nicht. Okay, hier sind sie jetzt gerade nicht. Da ist ein großer, siehst du den? Der ist richtig groß, ne? Bestimmt 45 Zentimeter. Ich würde eher eine Forelle sagen. Ja, ne? Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sehen kann, Leute. Und schaut mal hier. Boah, leuchte mal da hinten hin. Ja, mega, oder? Ich habe leider meine Marauder 2 nicht dabei, deswegen können wir leider nicht so hell machen. Aber ich hoffe mal, das geht auch so. Und die kleine Comedy-Einlage, tatsächlich so richtig grün, ne? Ach nee, das ist Sprühfarbe. Oh, so. Jetzt habe ich eine Spinne getötet. Nee, das ist Farbe. Da hat jemand gesprüht. Da oben. Ja, guck mal hier, diese Auswaschungen.
Hier ist, das ist sogar Matsche. Das, oh. Hier haben wir noch alte, ja, hier haben wir noch eine alte Beleuchtung mit Kabel. Muss immer aufpassen, der Boden ist unwegsam. Könnte für Fledermäuse sein, aber war irgendwie nicht tief genug, fand ich. Hoppala. Jetzt sag ich, meine Mutter soll aufpassen und knick selber um. Und hier haben wir wieder wunderschöne Strukturen. Guck mal. Toll, oder? Und hier, guck mal den Boden an. Ja, schön. Meinst du, ist hart oder weich? Weich. Fühl mal. Ist ganz hart, ne? Aha. Sie sieht nämlich weich aus, ne? Ja. Schon krass. So wie so ein Korallenriff. Und man denkt wirklich, das ist weich, ne? Aber es ist richtig hart. Über die Jahre, Jahrzehnte sind die Auswaschungen zu richtig schönen Skulpturen. Guck mal, das sieht fast aus wie eine Rose. Auch hier, schaut mal. Das sind ja richtige Bahnschwellen. Und trotzdem mit dem Wasser und über die Zeit. Und dieser Steg hier, der war natürlich für die Fußgänger, aber auch um die, oh, hier ist es richtig flach, aber auch um die Schiffe oder Boote, ich nenne sie jetzt mal Boote, Boote zu ziehen, konnte man hier langlaufen und die dann ziehen. Und da wurden Waren, Bäume, Tauschwaren, Verkaufswaren, wurden alles hier lang transportiert. Und wie gesagt, im Zweiten Weltkrieg haben die Leute hier Schutz gesucht. Es gibt auch Überlieferungen, die sagen, das ist ein sogenannter U-Boot-Bunker. Aber schaut mal, es ist ja 0,0 tief. Und deswegen, U-Boote konnten natürlich hier nicht einfahren. Auch hier wieder ein Kabel. Und hier. Guck mal hier hoch. Toll, oder? Mega. Ja. Und man sieht das Ende nicht, Leute. Oh. Guck mal, hier ein richtig schönes kleines Rinnsal. Ja, und ohne Gummistiefel nicht zu machen. Ja, das wird wahrscheinlich für Fledermäuse sein, aber hier sind keine Fledermäuse. Ja, sieht ein bisschen aus wie in dem Film Alien, ne? Ja. Schaut mal, Leute. Ja. Wunderschön. Boah, das sieht ja krass aus. Guck mal, richtig flach, richtig plan und hart. Auch spannend aus, ne? Als ob das weich ist innen drin. Komplett klar, ne? Ja, das ist ja ausgewaschen durch den Fels. Deswegen ist das so klar. Bitte? Ja. Definitiv ein sehr schönes Bauwerk. Ich war schon mal hier, Leute. So viel möchte ich verraten. Ich hatte es, glaube ich, auch schon mal online. Auf jeden Fall habe ich es auf TikTok damals hochgeladen. Ist richtig gut gelaufen, das Video. Hier scheint eine Pumpe oder sowas, ein Tauchfühler zu sein. Warum auch immer. Ist aber abgeschnitten. Das Kabel liegt hier. Wurde vielleicht mit dem verbunden. Und endet dann hier. Und jetzt habe ich gesehen, dass einige YouTuber und TikToker noch mal hier waren. Und da wir Weihnachten haben und meine Mutter gerade hier bei mir ist, habe ich mir gedacht, die fand das damals nämlich auch wunderschön, dass wir einmal gemeinsam hier hinfahren. Aber eigentlich war es ja geplant, dass wir im Hellen hinkommen. Das hat leider nicht geklappt. Kannst du noch? Ja. Ja, sehr gut.
Nee, nee. Hier kann man eh nicht schnell laufen, ne? Deswegen. So, hier tropft es von der Decke überall. Und der Boden und die Wände haben jedes Mal so alle 15, 20 Meter eine komplett neue Struktur. Schaut mal hier. Richtig dunkel schwarz. Hier sehen wir Lehm auf dem Boden. Ja, ne? Vielleicht hat das was mit den Gesteinsschichten zu tun. Vielleicht sind die eisenhaltiger. Aber ich bin kein Geologe. Deswegen, das sind nur Vermutungen. Vielleicht wisst ihr es. Und hier haben wir jetzt die normale Backsteinschicht. Und hier ist die Backsteinschicht schon leicht überwuchert mit Kalk. Und da vorne sehen wir ein Gebilde. Oh, hier fängt es an zu riechen. Nach Eisen oder so. Und hier, schaut mal. Weiß, komplett weiß. Wieder gelb, wieder weiß. Also wir haben ganz viele unterschiedliche Strukturen hier. Wunderschön. Wie so eine Tropfsteinhöhle da oben. Und hier, die kann man gar nicht mehr bewegen. Die sind schon mittlerweile so mit Kalk überwuchert, dass sie mit dem Boden verwachsen sind. So, mal gucken, was wir hier haben, Leute. Das ist eine Pumpe. Selbst die Cola-Dose hat mittlerweile Kalk angesetzt. Und da ist ein Rohr. Ich denke, Belüftung könnte das sein. Und hier ist eine Pumpe. Vielleicht ist oben ein Werk oder eine Baustelle, die früher mit Wasser versorgt werden musste. Aber auf jeden Fall schon lange nicht mehr. Hier war ein Steg. Nee, das ist ja ein Kanal, weißt du, der kann ja nicht volllaufen. Nee, das ist eher für eine Baustelle oder sowas da oben. Aber ihr seht, das ist schon lange nicht mehr aktiv. Echt crazy aus. Und mal gucken, ob man schon das Ende sehen kann. Nein, das Ende ist noch nicht abzusehen. Und hier haben wir noch den alten Fußboden, hätte ich jetzt fast gesagt. Den alten Bodenbelag, Backsteine auch. Bisschen so wie in der DDR. Wie hieß das nochmal in der DDR, der Boden? Pflastersteine, Leute. Ich weiß gar nicht, der hatte doch einen besonderen Namen, ne? Hieß er, oder hat man einfach nur Kopfsteinpflaster dazu gesagt? Kopfsteinpflaster, okay. Ich hatte irgendwie in Erinnerung. Ja. Oder heute für uns, ne? Ja. Herrlich. So, da hinten, ich weiß nicht, ob wir den Ausgang schon sehen können. Also wir nutzen einfach mal die Gelegenheit, wo wir hier gerade lang gehen, um nochmal Danke zu sagen. Wir haben ja Weihnachten und Weihnachten ist das Fest der Liebe und auch des Dankesagens, des Innehaltens. Das Video wird höchstwahrscheinlich irgendwann im neuen Jahr ausgestrahlt. Aber so wie beim Geburtstag kann man sicherlich auch nochmal, oder beim Neujahr ist es besser. Beim Neujahr macht man ja auch nochmal, 2-3 Wochen später sagt man frohes Neues. Kennt ihr vielleicht. Und von daher einfach mal danke für eure zahlreichen Aufrufe, für mittlerweile über 100.000 Follower. Der YouTube-Play-Button, das ist ja ein riesengroßer Meilenstein für einen YouTuber. Den habe ich beantragt, ich habe den Verifizierungshaken beantragt. Das bedeutet, ich bin jetzt tatsächlich verifiziert von YouTube und darf demnächst den Play-Button bei mir zu Hause an die Wand hängen. Und da freue ich mich ganz, ganz besonders drüber. Also von daher, jeder, der mir schon länger folgt, dem sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Jeder, der vielleicht noch nicht so lange oder ganz kurz erst dabei ist, den sage ich Hallo und schön, dass du mir folgst. Immer wichtig, ich habe auch ein paar Videos, die funktionieren leider nicht ganz so gut.
Ihr würdet mir einen riesengroßen Gefallen tun, wenn auch diese Videos geschaut werden. Und ja, Kanal beschäftigt sich grundlegend mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Ab und zu ist auch ein Bunker aus dem Kalten Krieg dabei. Oder jetzt hier so ein Bauwerk, was nicht direkt mit dem Krieg zu tun hat, aber trotzdem aufgrund der Struktur sicherlich hochspannend und hochinteressant ist. Insbesondere, weil ich ja mit meiner Mutter unterwegs bin, die das Thema auch richtig toll feiert. Neben Random Life Fan ist meine Mutter mein größter Fan. Ich würde sagen, es ist mein größter Fan. Und ja, freue ich mich natürlich. Die kommentiert auch jedes Foto. Und wenn es mal ein paar Leute dabei gibt, die vielleicht dummes Zeug schreiben, das passiert bei den langen Videos eher selten. Bei den Kurzvideos passiert das irgendwie dauernd. Dann gibt es auch mal einen Kommentar von meiner Mutter zurück. Für die Leute. Grundsätzlich ist es okay, wenn jemand Kritik äußert. Finde ich total angemessen, total spannend, finde ich okay. Aber viele Leute können halt die Fasson nicht wahren und werden direkt beleidigend oder. Entweder lösche ich die oder ich mache mir einen Spaß daraus, mich mit denen ein bisschen zu duellieren. Und irgendwann rasten die dann völlig aus. Und dann sieht man meistens den wahren Kern, warum diese Personen so sind, wie sie sind. Meistens dann irgendwie Unzufriedenheit. Warst du das? Was hast du? Ach so! Echo! Ich würde sagen, hier ist ein Echo, oder? Hier ist ein Echo, auf jeden Fall. Guck mal, hier alte Rohre. Ja. Also von daher, habt ihr mal ein bisschen Insight bekommen, wie das Leben so ist. Als, ich sag jetzt mal, YouTuber. Und bisher habe ich immer sehr stark darauf geachtet, welche Kooperationspartner oder ob ich Kooperationspartner nehme. Ich habe neulich Urlaub mit reingenommen. Ich hatte ganz am Anfang hatte ich mal das Roadtel mit dabei. Das ist ein Hotel für Fernkraftfahrer, das auch für Privatpersonen geöffnet ist, weil die Fernfahrer das doch nicht so stark angenommen haben. Und das sind Sachen, wo ich so 100% hinterstehe. Und ich habe natürlich darüber hinaus schon ganz, ganz viele verschiedene Angebote bekommen. Die habe ich aber immer abgesagt. Warum habe ich die abgesagt? Weil wenn ich euch Werbung hier in den Videos einspiele, dann sollen die diese Produkte auch einen Mehrwert für euch bieten. Und die nutze ich dann entweder selbst oder ich bin davon überzeugt. Wie gesagt, an dieser Stelle keine Werbung. Marauder oder OLED, besser gesagt, die Marke OLED nutze ich selber. Ich habe alle wichtigen Taschenlampen von der Marke, fast alle auch selber gekauft. Bei der letzten Aktion habe ich dann Teile auch bekommen. Und ja, von daher ist es halt wichtig, dass dieser Kanal eine entsprechende Aufrufzahl hat, damit solche Touren natürlich auch finanziert werden können. Und ich habe eigentlich nicht vor, die Touren durch Werbepartner zu finanzieren. Also von daher hoffe ich, dass wir weiterhin so erfolgreich gemeinsam sind, wie wir das in dem Jahre 2023 waren oder sind. Wir haben noch 23. Und ja, mal gucken, wo die Reise hingeht. Die 100.000 waren tatsächlich ein wichtiges Ziel, eine wichtige Marke für mich. Jetzt ist es mir fast egal, wie groß ich bin, weil der nächste Playbutton, den gibt es erst bei 1 Million. Und wenn man für 100.000 ungefähr ein Jahr braucht, also ich, gibt auch welche, die schaffen das schneller oder langsamer, dann sind das immerhin noch 9 Jahre. Von daher ist mir viel wichtiger, dass wir gemeinsam wachsen, dass wir gemeinsam Spaß haben und ich euch immer ganz, ganz viele Locations zeigen kann, die womöglich noch nicht so häufig gezeigt wurden oder vielleicht gar nicht gezeigt wurden. Ja, also ich sage dazu nur eins, der Bunker, den wir ausgegraben haben mit dem altdeutschen Schriftzug, das ist auf jeden Fall etwas, was ich noch nie sonst gesehen habe. Und ja, noch so ein paar andere Sachen. Und im Mai hatte ich schon geschrieben, werde ich einen Monat auf Tour gehen. Da werde ich mein Zuhause verlassen und werde komplett durch Europa reisen. Teilweise mit meinem Hund, vielleicht auch 1-2 Wochen ohne Hund. Je nachdem, wie lange ich es auch aushalte, nicht zu Hause zu sein. Also von daher hoffe ich, dass ich mit euch
noch viel, viel Zeit verbringen kann. Und wir gehen jetzt erstmal weiter. Ich lasse meine Mutter aufschließen und wir melden uns von einer spannenden Sache nochmal wieder. Und ich würde sagen, bis gleich. So, meine Freunde, das möchte ich euch zeigen. Hier ist der Tunnel, beziehungsweise, wie nennt man das nochmal, wenn... Nee, wenn, der Bachlauf, nicht, das unten auf dem Boden. Ja. Weißt du auch nicht, ne? Bachboden? Heißt das Bachboden? Ja, so. Ja, Leute, aktuell weiß ich leider nicht. Mir fehlen gerade die Worte und das mir fehlen mal die Worte, das ist auch selten. Also, was ich sagen möchte, mir fällt das Wort allerdings nicht ein, ich umschreibe es. Der Fluss oder, ja, das ist ja ein Kanal, der Kanal, genau, der Kanal, war vorhin ungefähr einen Meter tief, ganz grob. Und mittlerweile seht ihr selber, der Schlamm ist schon höher als das Wasser selbst. Das bedeutet, das Sediment hat sich hier so stark abgesetzt, das kommt wahrscheinlich von da oben, da ist nämlich auch der Eingang bzw. der andere Ausgang, dass sich das Sediment hier über die Jahre, Jahrzehnte abgesetzt hat und dann dazu geführt hat, dass hier so ein Morastschlick auf einmal ist. Ob der fest oder weich ist, das ist schwierig zu sagen. Wir gucken uns das auf jeden Fall gleich mal an. Und da vorne ist das Ende. Und da gehen wir jetzt mal gemeinsam hin, würde ich sagen, oder? Wir können ja noch mal mit dem Licht spielen. Schaut mal. Das war rot, das ist green. Und das ist blau. Blau sieht natürlich richtig gut aus, oder? So, meine GoPro hat gerade einen Fehler angezeigt. Vielleicht mag die das blaue Licht nicht. So, da hinten ist Ende Gelände. Und da gucken wir uns dann mal um und dann wird die Rückreise angetreten. Hier oben, schaut mal, der Zapfen. Und ja, man könnte echt denken, da ist ein bisschen grüne Farbe mit drin. Ich denke, das ist da zum Beispiel, aber auch nur je nach Winkel, seht ihr das? Schon echt beeindruckend. Schaut mal, hier ist es noch weich und hier ist es schon, okay. 100 Jahre in 3 Sekunden zerstört. Bitte? Wie meinst du das weiter? Früher ging es hier weiter, aber man hat es zugemacht. Man hat ja den Tunnel komplett zugemacht. Wir sind ja gerade durch so ein kleines Guckloch eingestiegen. Man möchte eigentlich nicht, dass man hier reingeht. Du bist also illegal eingebrochen. Paragraph 17. So, meine Freunde, ein bisschen Spaß muss natürlich auch sein. Vorsichtig. So, hier wäre damals ein weiterer Eingang bzw. Ausgang gewesen. Genauso wie hier. Mal gucken, wo wir da hingucken können. Also, den Bachlauf oder den Kanallauf hat man komplett weggemacht. Aber hier gibt es einen Eingang bzw. Ausgang. Schaut mal. Aber man hat es komplett vererden lassen. Also den Kanal da draußen gibt es nicht mehr. Hier haben wir wieder die Öse und ganz alte Bäume. Und hier, schaut mal. So. Boah, fast man. Bitte? Nee, das ist, glaube ich, Sediment, das über die Jahre... Vielleicht hat man das auch hier reingeschoben, das weiß ich nicht. So, ich wollte ja wissen, ob das hart oder weich ist da vorne. Gucken wir uns mal an. Schwupp, schwupp, schwupp. Und? Es ist hart. Leute, das Sediment ist hart. Wir sind jetzt gerade in dem Kanallauf drin. Und schaut mal. Das sieht schon beeindruckend aus, oder? Und da seht ihr mal das Größenverhältnis. Das ist meine Mutter und das ist der Tunnel. Und hier sehen wir den Handlauf.
Und wie gesagt, man kann nicht bis nach zum Ende gucken. Ich würde den so auf einen Kilometer oder 800 Meter schätzen, ganz grob. So, und ich sag. Ja. So, wie hat's dir gefallen? Das war sehr spannend. Ich fand das sehr schön. Ja? Was war dein Highlight? dass ich da runtergerutscht bin. Ja, ne? Ja. Herrlich, oder? Ja, ich weiß es nicht. Hey, zeig nochmal. Da, Leute. Das ist gleich trocken gemacht. Ich hab alles gegeben. Du hast alles gegeben. Ja, genau. Das kann man auch so sagen. Ja. So, dann würde ich sagen, liebe Mama, mach mal deine Lampe runter. Wie geht das? Einfach runter drin. Ja, ja, genau. Nein. Dann hast du noch ein paar Worte an unsere lieben Follower? Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Weihnachtsfest. Ne? Viel Spaß. Also wir hatten heute viel Spaß. Ihr hoffe ich auch. Das Video wird auf jeden Fall nach Weihnachten ausgestrahlt. Hast das du sonst noch? Ein schönes neues Jahr wünsche ich euch. Gesundheit, ne? Ganz wichtig. Zufriedenheit, alles was man nicht kaufen kann. Und das ist ja am wichtigsten. Glück, Zufriedenheit, Gesundheit. Gesundheit, ne? Ja. Alles klar. Dann würde ich sagen, gehört mir das letzte Wort. Mir hat das auch sehr gefallen. Dankeschön, dass du heute so tapfer warst und so viel Abenteuermut bewiesen hast. Also wir werden jetzt so langsam Richtung Ausgang gehen. Vorhin machen wir noch ein paar Fotos für Instagram, für TikTok, für das Thumbnail. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da und schaut auch gerne die anderen Videos. Und wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann schickt meine Videos oder meinen Kanal euren Freunden, damit es immer bekannter und größer wird, dieser Kanal. Und wenn nicht, dann schreibt mir einfach, warum ihr das nicht tut. Oder warum ihr mir meine Videos anschaut, aber mir nicht folgt. Das könnt ihr auch mal schreiben, würde mich interessieren. Weil ich habe teilweise 404... Kritik. Ja, genau, Kritik. Ich habe teilweise über 400.000 Aufrufe auf den Videos, in Anführungszeichen nur 100.000 Follower. Das bedeutet, es gibt da draußen 300.000 Menschen von euch, die mir aktuell noch nicht folgen. Und wenn wir nur 10% davon bekommen, wäre das echt eine tolle Sache. Also von daher, tut mir gerne den Gefallen, wenn ihr Bock habt, hinterlasst auch ein Abo, macht die Glocke rot, ihr kennt das ganze Thema. Und wir würden jetzt sagen, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Alles Gute und bis zum nächsten Mal, ganz genau. Wir sind raus, euer Random Life und? Und die Mama. Und die Mama. Alles klar, tschüss ihr beiden. Also tschüss ihr beiden, tschüss. Leute. Wir haben natürlich eine Sache vergessen, bevor wir euch in den Feierabend schicken. Wollen wir euch natürlich noch mal eins zeigen, ne? Was wollen wir uns zeigen? Den Ausgang. Und? Und den Aufstieg. Den Aufstieg, ganz genau. Das werden wir euch nicht ersparen. Da müsst ihr echt durch. Du vor allen Dingen. Also, da vorne ist der Ausgang. Mal gucken, schaffst du das genauso gut wie rein? Ja, muss ich eigentlich. Ja, müsstest du eigentlich, ne? So. Ich drehe euch nochmal um. Also hier nochmal der Blick in das Bauwerk zurück. Hier der Blick in Richtung meiner Mutter und des Einganges. Und mal schauen, ob sie es genauso gut schafft wie gerade. Gibt aber keinen Grund, warum sie es nicht schaffen sollte, oder? So, soll ich die Lampe nehmen? Ja. Wieso bist du so dreckig? So, immer schön den Kopf einziehen. Jawohl. Ja, jawohl. Ja, klasse. Also ich bin 43. Dann könnt ihr ungefähr hochrechnen, wie alt meine Mutter ist. Ich bin das zweite Kind. Na, und? Hervorragend, oder? Ja, oder noch was Aufregenderes. So, halte ich schön fest. Also Respekt, oder Leute? Hat's denn gut gemacht. Ah, das schaffst du. Ja, zieh es raus. Jawohl. Den Schuh kriegte ich nie wieder aus, Leute. Guck mal raus. Hat sie gut gemacht, oder? Also Leute, jetzt muss ich das irgendwie erstmal nachmachen. Ne? Also immer groß Töne spucken. Mal gucken, ob ich mein Bein genauso grazil rüber bekomme. Ja, 1:1 identisch. Ich komme nach meiner Mutter. Also ich komme schamme wirklich vor ihr ab. Aber ich muss hier mit meinem anderen Bein erstmal durch, oder? Ich stelle mich drüber an. Also, nee, geht alles zu. So, ich bin auch draußen. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier irgendwelche Fische finden. Ganz viele kleine auf jeden Fall. Aber große sehe ich jetzt hier nicht. Also Leute, ich zeige euch nochmal das Eingangs... Ich habe die Lampe, genau. Ich zeige euch nochmal das Eingangsportal. So, bleibt da mal stehen. Geh nochmal dahin. Wir wollen mal sehen, wie groß dieses Portal im Vergleich zu einem Mensch ist. Und ich mache mal noch die andere Lampe an.
So, also Leute, das ist das Portal. Da sind damals die Boote reingezogen worden. Und heutzutage können nur noch irgendwelche Urbexer da rein. So, Mama, schaffen wir den Aufstieg? Ach, müssen wir. Müssen wir, ne? Ja. Genau. Ich brauche noch ein, zwei Fotos. Von daher sehen wir die Zuschauer gleich wieder, ne? Oh, Entschuldigung, das ist ein bisschen hell. Wir versuchen uns gerade hier durchzumogeln. Fotos haben wir im Kasten. Und wir gehen diesmal nicht den Weg, da vorne irgendwo, sondern wir gehen den dann, ne? Weil... Ja, jetzt ist gerade etwas trocken, ne? So, also wir hätten es wahrscheinlich gerade richtig leicht haben können, aber das wäre dann nicht so lustig geworden. Und ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Und mit diesen letzten Bildern und diesen letzten Sekunden sagen, Mama. Und nochmal frohe Weihnachten. Und nochmal frohe Weihnachten, ganz genau. Und Random Life sagen jetzt Adi und Tschüss und bis bald. Tschüss.